Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Könnte eine klasse Partie werden. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Das ist die heutige Aufstellung der Gastgeber in diesem Spiel. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Andreas Geipel, Marco Grüttner. Super dazwischen gegangen. Schöner Pass. Jetzt wird's gefährlich. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Ah, keiner da, schade. Gute Aktion. Fängt diesen Ball ab. Sie üben schon früh Druck aus. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Salah. Weg ist der Ball. Der Ballverlust. Wird's jetzt gefährlich? Marco Grüttner. Der Schuss war nicht gut, kein Problem für ihn. Andreas Geipel ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Toller Pass. Fängt den Steilpass ab. Das war wichtig. Marco Grüttner. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Ja, das war abseits. Schöne Aktion. Gute Chance. Für Sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Den hat er gut platziert, super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen, Wolf, mit ganz wenig Kraft und viel Gefühl versenkt. Hier nochmal dieser Treffer.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. In den freien Raum. Achtung jetzt! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Null steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Andreas Geipel. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Viel mit Auge. Klasse Pass. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Und er schießt. Der Ball ist drin. Ein super Treffer in den Knick. Nichts zu halten für den Torhüter. Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Das gibt Einwurf. Marco Grüttner. So langsam wird es gefährlich. Jetzt wird es gefährlich. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Was macht er draus? Gute Aktion. Macht er gut. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Super Pass. Kann er was draus machen? Gut durchgesetzt, gefährlich. Guter Versuch, aber kein Tor. Ja, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Salah. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Beruhigende Führung zur Pause. 3:0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. Wir sehen es hier, der macht eine richtig gute Partie.
Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht mehr viel passieren. Gefährlich! Da kommt der Schuss. Trifft er, ja, drin, Tor! Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Drei Tore in einem Spiel. Ich glaube, Buschi, den Spieler des Spiels haben wir gefunden. Ja, kann ich nicht widersprechen. Ganz klar, Wolf, er zeigt hier eine Riesenleistung und ist mit Abstand der beste Mann auf dem Platz. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Andreas Geipel, Marco Grüttner. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Geht mit Einwurf weiter. Jan Regensburg bringt einen neuen Mann. Es gibt einen Wechsel. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Sieht gefährlich aus. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Der muss doch sitzen, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt ärgert sich der Trainer. Unglaublich, was für eine Chance, was für eine Riesenchance. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Weg ist der Ball. So passiv wie die Spieler auf dem Feld, so passiv sind die Anhänger außenrum. Komische Stimmung. Kennt man sonst von ihnen gar nicht. Sie wissen, so ist mein Eindruck im Moment nicht, wie sie auf diesen eindeutigen Spielverlauf reagieren sollen. Klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Oh, viel Platz jetzt. Ein fantastischer Treffer. Über weite Strecken waren sie das bessere Team. Und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich im Griff. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Fängt diesen Ball ab. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball.
Andreas Geipel, Marco Grüttner. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Ballverlust. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Super dieses Zuspiel. Klasse Pass. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Yilmaz. Was macht er draus? Da geht er hin und kann den Schuss ab. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ecke kommt ins Zentrum. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich. Sehr gute Gelegenheit eigentlich, aber klar vergeben. Super Flanke, aber das Timing beim Kopfball stimmt nicht. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Toller Pass. Gefährlich. Jetzt vielleicht. Und da ist das Tor. Ganz allein läuft er da am Ende aufs Tor zu. Kein Problem. Das macht er ganz abgeklärt. Die kriegen den Hals nicht voll. Tolle Offensivleistung heute. Da kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht auf, obwohl das Spiel ja bereits entschieden ist. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Salah. Sebastian Nachreiner. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Marco Grüttner. Sieht gefährlich aus. Schöne Aktion. Und hier trifft er nicht. Ballverlust. Er ist frei in der Mitte. Mit ihrem Pressing erkämpfen sie sich hier dieses Tor. Und Wolf, da siehst du es wieder. Diese Taktik ist extrem effektiv. Wenn du dem Gegner überhaupt keine Räume gibst, wenn du ihn sofort einschnürst. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen. Schöne Vorlage im 16er. Hier nochmal gut zu sehen. Ja, er behält die Übersicht und setzt den Mitspieler perfekt ein. Tolle Szene. Erst die wunderbare Flanke und dann dieser Schuss. Ja, stimmt alles bei dieser Aktion. Es geht nicht besser. ...6-1. Das ist schon eine richtige Abreibung. Jetzt machen sie hier das Tor, aber ich glaube nicht dran, dass da noch viel geht. Man sollte eine Mannschaft nie abschreiben, aber es wird schwer. Dafür haben sie einfach bislang zu wenig zusammengebracht. Jetzt müssen sie aufpassen. Erstmal geklärt. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Eine unglaubliche Leistung. Ein Tor schöner als das andere. Der hat das Ding ja quasi...